Ja, schau mal, Valerie, das ist eine der zwei Perücken, die ich während meiner Chemotherapie getragen habe und das sogar täglich. Das ist wirklich krass, also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ist das Echthaar? Das ist jetzt Kunsthaar tatsächlich, aber es gibt auch Echthaarperücken. Willkommen zu Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Erinnert ihr euch? Das Leben mit Sweet 16? Weiterführende Schule, der erste Freund oder Freundin und eben die Probleme, die man so als Teenager hat. Mit Sweet 16 hat sich das Leben von unserem heutigen Gast einfach mal auf den Kopf gestellt. Und wie findet man zurück ins junge, normale Leben? Mit Mut, mit Willen, mit Durchhaltevermögen und einer Prise Weihnachtsmarkt. Wenn man sie heute sieht, trotzt das jedem Menschen viel Respekt ab. Jetzt ist sie voll da. Im Talk übers Leben und Überleben. Valli, meet Anselina. Genau. Also ist es ja tatsächlich so, dass man das oft fast jeden Tag trägt. Einfach, wenn man Lust hat darauf, wenn man sich wohlfühlen will. Aber manchmal trägt man sie halt auch nicht. Aber das ist halt einfach was, was einem so ein bisschen ja, Normalität gibt, sage ich jetzt mal. Genau. Und mit wie vielen Jahren sind deine Haare dann ausgefallen sozusagen? Genau. Das war mit 16 Jahren tatsächlich, also da sind die dann ausgefallen, genau nach den ersten Chemotherapien. Und ich meine, wie war das so bei dir mit 16 Jahren? Ich glaube, man kann sich ja nicht so ganz vorstellen, wie das dann so Das kann man sich auf jeden Fall nicht vorstellen. Man schaut sich natürlich Tutorials an, wie man seine Haare stylt, ja. Aber jetzt nicht Tutorials sozusagen, wie man jetzt eine Perücke aufsetzt. Das ist schon krass. Ja. Also ich weiß nicht, war das einfach? Konnte man die einfach aufsetzen oder musste man da noch irgendwie so was lernen zu meinst du? Tatsächlich ist es so, dass man das gezeigt bekommt, weil man kriegt die Perücke ja nicht einfach so. Also man geht meist zu einem Friseur und der zeigt dir dann verschiedene Modelle. Und du kannst einfach schauen, was dir gefällt. Und genau, die passen das dann auch tatsächlich auf dich, auf dein Gesicht und so noch an mit einem Schnitt und zeigen dir auch, wie du die richtig aufsetzen kannst. Also man hat halt die Möglichkeit auch da noch so eine Art Haube aufzuziehen, damit das halt nicht verrutscht. Das gibt es tatsächlich auch noch, aber dadurch, dass man ja erstmal keine Haare mehr dann meistens darunter hat, ist es so, dass es eigentlich recht unkompliziert ist und man merkt halt selbst auch, wie die irgendwie sitzen soll. Genau, also das ist eigentlich total unkompliziert. Okay, krass. Und wie war das für dich, als deine Haare dann sozusagen ausgefallen sind? War das ein komisches Gefühl sicher, oder? Also ja, tatsächlich. Ja, genau. Es war ja so, dass man muss sich das ja so vorstellen, dass das ja nicht alles direkt ausfällt, sondern das ist ja ein Prozess. Nach und nach. Und genau, erstmal merkt man das halt durch das Kopfhaar. Also irgendwann liegen halt viele Haare auf, zum Beispiel den Kissen, oder man kann die sich halt wirklich einfach rausziehen tatsächlich schon. Also gar kein großer Druck oder so, den man aufwenden muss. Und spätestens dann ist es tatsächlich so, dass man selbst das auch gar nicht mehr, also ich wollte das dann gar nicht mehr so und habe die dann auch erstmal abgeschnitten, so auf eine Boblänge. Also ich hatte so ungefähr bis hier die Haare und dann erstmal auf Boblänge geschnitten. Und danach tatsächlich irgendwann, als es wirklich super schlimm war, habe ich sie halt direkt abrasiert, weil das ist dann so eine Sache, man möchte nicht, dass das so, man möchte der Sache nicht so dem Zufall überlassen, sondern man möchte das aktiv einfach, okay, ich möchte das jetzt für mich, ich mache die jetzt ab. Ja. Dann habe ich meine Ruhe so und dann kann man sich auch viel besser dem Thema so annehmen. Also für mich war das zumindest so. Genau. Und ich habe die dann auch aufgehoben. Das war bestimmt auch ein emotionaler Step für dich, oder? Ja. Also die Haare einfach abzurasieren, weil vor allem, ich sag jetzt mal, als Mädchen ist meistens so, dass man gerne lange Haare hat, natürlich nicht bei allen, aber so mit 16, da probiert man auch viel aus und genau. Es ist ja gerade so wirklich dieser Einstieg, ne? So ins so ein bisschen auf dieses, ich werde jetzt erwachsen und so, ne? Man identifiziert sich halt viel mit seinem Aussehen zu dieser Zeit. Und natürlich ist das ein totaler Schock, weil du du wirst auf einmal damit konfrontiert und ja, du musst dich dann damit abfinden. Und dann muss man halt wirklich schauen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie dazu beitragen, dass ich mich selbst wohlfühle. Und deswegen fand ich super, dass es die Möglichkeit halt gibt mit den Perücken, weil das halt wirklich einem wieder so ein Stück Normalität zurückgibt. Einfach, man geht nicht raus und wird vielleicht direkt so gesehen als, okay,
die Person ist irgendwie krank oder so oder ist irgendwas, ja. sondern ja. man kann halt aktiv auch noch am Sozialleben so teilnehmen und fühlt sich auch nicht irgendwie ständig vielleicht von anderen Leuten irgendwie in so eine Schublade gesteckt, oh je, was ist denn mit ihr und so. Und das ja. finde ich super hinter diesem Aspekt, dass man halt die Möglichkeit hat, dann Perücken zu tragen. Und selbst da kann man tatsächlich auch das so ein bisschen frisieren. Du hast es ja gesehen, das hat ja hinten so einen Zopf geflochten, mhm. das kann man machen, man kann sie schneiden. Man kann halt nicht viel mit Hitze machen, weil es wie gesagt synthetisches Haar ist, aber es gibt auch Echthaarperücken, das gibt es tatsächlich auch. Aber genau, bei mir war es jetzt hier diese synthetischen Haare, genau. Und dann, wie gesagt, direkt zwei, dann kann man so ein bisschen ja, den Look probieren. Ja, einfach mal changen. Genau, du ja. kennst das wahrscheinlich ja auch. Bist du da auch eher so, dass du sagst, ich mache viel so mal Haare anders oder andere Frisuren ja, oder so? Ja, man hat natürlich mal Lust, irgendwie die Haare zu färben ja. oder zu kürzen, wieder lang zu haben. Ja. Da, ich glaube, ja, gerade im jungen Alter will man viel ausprobieren. Genau. Hast du dann auch mit Schminke viel ausprobiert? Genau, tatsächlich ist es ja dann so, es fallen ja nicht nur die Kopfhaare aus, sondern eigentlich so gut wie jedes Körperhaar. Alles, also auch ja. Wimpern, genau, und Augenbrauen. Und genau, da lernt man dann oder schaut sich tatsächlich auch Videos zu an, gibt es mittlerweile auch, wie man sich super feine Härchen zeichnen kann oder wie man dazu beitragen kann, dass zum Beispiel die Augen trotz fehlender Wimpern halt einfach ja, da sind, präsent sind. Also einfach, um sich wohl zu fühlen. Ne? Das ist so dieser Aspekt, weil es gab auch Tage, wo ich zum Beispiel ganz normal ungeschminkt rausgegangen bin. Da hat es mich vielleicht gerade nicht so gestört oder mein Fokus war nicht so da drauf, aber die Möglichkeit war immer da, auch sich in der ja, Weise so ein bisschen schön und zurecht zu machen. Ja, genau. Man macht ja immer das Beste draus. Ne? Genau, also, genau. Also ja, das finde ich cool, dass du so eine Einstellung hast, einfach so ja. positiv. Also warst du positiv in so einer Situation, sag ich jetzt mal, weil ich glaube, wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man natürlich erstmal einen Schock wahrscheinlich. Kann ja, genau. Also tatsächlich am Anfang nimmt man das gar nicht so wahr. Ja. Also das ist ja so, wie du schon gesagt hast, so ein Moment, der dann auf einmal so alles ändert. Ja. Aber es ist halt so ein Prozess des Annehmens, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass sich diese Diagnose ja auch immer über einen längeren Zeitraum streckt, sage ich jetzt mal, bis halt klar ist, okay, was ist da genau jetzt los und wie setzen wir Therapien an, dazwischen ist immer noch ein enormer Zeitraum, in dem man sich halt dann auch viel mit sich selbst beschäftigen kann, viel mit der Situation, dass man sich natürlich überlegt, okay, wie geht jetzt jeder Tag weiter? Weil man muss sich das ja so überlegen, wahrscheinlich bei dir ja auch, du planst sicherlich auch so, okay, was mache ich morgen, ja. wo gehe ich nächste Woche hin? Und das ist ja ganz komplett weg. Also man ist so im Hier und Jetzt und man ist ja halt einfach so, die Zeit steht erstmal kurz still. So. Das Leben pausiert und man selbst muss jetzt erstmal auf sich gucken und wie diese Sache halt dann jetzt weitergeht. Meinst du, so dein Leben hätte sich vielleicht auch, sagen wir jetzt mal, wir würden so Rollen tauschen? Mhm. Du hättest das so auch mit 16 so ein bisschen durchlebt. Meinst du, es hätte sich dein Fokus geändert oder du hättest vielleicht auch genau das genutzt, um das beispielsweise nach außen zu tragen und zu erzählen, hey, schaut mal, ich bin in deren Situation, aber ich möchte das teilen, weil ich das super wichtig finde. Oder hättest du dann vielleicht gedacht oder denkst du, dass du eher dann gesagt hättest, nee, für mich wäre das dann nicht möglich gewesen, da so offen mit umzugehen? Weil ja, ich glaube, ich wäre offen mit umgegangen. Also ich hätte die Leute auf jeden Fall dahin mitgenommen, einfach weil ich glaube, ich hätte auch viele Tipps bekommen und Tricks, wie ich was machen könnte, sag ich jetzt mal. Und auch einfach, um die Leute, um denen zu zeigen, dass es sowas auch gibt. Mhm. Also das, im Internet wird ja alles immer schön dargestellt, so, ja. aber so ist es halt nun mal nicht. Und viele denken auch, mein Leben wäre perfekt, das ist es auch nicht. Also es gibt viele Probleme, die ich oft aber im Internet auch gar nicht zeige. Und ich glaube, da hätte ich, also ich hätte die Leute auf jeden Fall mitgenommen ja. dadurch. Ja. ja, also ich denke mal, es ist ja auch immer ganz schön, so diese Abwechslung halt auch zu zeigen. Ne? Es ist, wie du gerade sagst, nicht immer alles rosa-rot und ja. schön, sondern es gibt eben auch die Momente, die jede Person von uns hat, wo wir einfach vielleicht denken, ey, ich bin gerade an so einem ne, Scheidepunkt, so wie geht's jetzt weiter oder vielleicht auch eine Krankheit, es kommt ja immer vielleicht mal anders, als man denkt. Ne? Und eben. Ich finde, da ist es auch ganz wichtig immer, ja, wie man damit umgeht. Ne? Das ist ja so ein bisschen so diese Sache, die man daraus ziehen kann. So wie
möchte ich jetzt das Ganze angehen? Gehe ich das jetzt positiv an? So sage mir, das schaffe ich, so mit viel Elan daran gehen. Oder man sagt halt, okay, das ist für mich jetzt vielleicht gerade erstmal so schwierig. Ich weiß gerade selbst nicht, wie ich damit umgehen soll und wohin sich das entwickelt. Deswegen finde ich es ganz cool, weil ich denke mal, du nimmst ja auch jeden Tag deine Follower mit und zeigst ihnen ja auch so, wie das ist. Und findest du, dass es vielleicht dann auch gut wäre, wenn man auch mal so die Schattenseiten dann beleuchten würde? Also würdest du das machen oder auch mal wie hier zum Beispiel auf so Themen aufmerksam machen, dass man sagt, hey, es ist super wichtig, dass man ja offen für sowas ist, dass man sich dafür auch mal ein bisschen interessiert oder einfach schaut. Wäre das so ein Punkt, wo du sagst, das könntest du dir auch vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super, wenn man wichtige Themen eben nach außen bringt, aber zum Beispiel, ich habe jetzt eben noch nie so eine Erfahrung gemacht und deshalb finde ich es eben super, dass ich mich jetzt mit dir unterhalten kann und einfach auch ein bisschen was von dir lerne. Ja, dann lass uns doch nochmal in das Jahr zurückgehen. Ich weiß nicht, wann war das? 2013, genau. 2013. Wie hast du das eigentlich gemerkt, dass du, ich weiß nicht, hast du dich schwach gefühlt oder wie kam das plötzlich dazu? Ja, also es hat sich tatsächlich alles erstmal ganz, wie so eine Bronchitis so ein bisschen angefühlt. Also ich hatte einfach viel Husten und Schnupfen. Und ja, wenn das irgendwann nicht besser wird, geht man ja meist einfach mal zum Arzt, um zu gucken, ob vielleicht man irgendein Medikament braucht oder so. Genau, und dann tatsächlich hat mein Arzt gemeint, okay, das sieht sehr stark nach einer Bronchitis aus und hat mir Medikamente verschrieben. Aber irgendwie hat das alles nicht so ganz geholfen. Und ich habe eigentlich immer mehr gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Also ich habe ganz, ganz schwer Luft bekommen und konnte auch gar nicht mehr richtig Treppen laufen. So schlimm war das dann irgendwann, dass ich so total erschöpft war. Und der richtige Punkt war eigentlich der, dass ich morgens aufgewacht bin und mein linker Arm einfach doppelt so dick war wie mein rechter. Und da wussten wir schon irgendwie, das ist nicht normal. Ja, da wusstest du schon, das heißt nichts Gutes. Das kann nichts Gutes heißen, genau. Und zu dem Zeitpunkt muss man sich überlegen, die wussten noch nicht, was ist das jetzt genau. Und es wurden verschiedene Sachen in den Raum geworfen, aber man war sich einfach nicht sicher. Und dann hieß es natürlich, okay, wir müssen jetzt erstmal checken, wie akut ist die Situation. Und tatsächlich war es sehr akut, einfach weil sich das schon sehr weit ausgebreitet hatte. Also es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon Endstadium und man hat auch davon gesprochen, wenn es ein paar Tage später gewesen wäre, wäre es halt zu spät gewesen, okay, weil sich halt schon so, weil sich da schon mein Körper so in diese Richtung, also so in diese Abwehrhaltung begeben hat, dass es sich zum Beispiel mein Herz komplett eingekapselt hat und das war also wirklich ein paar Tage später, da war das leider, wäre es nicht mehr so gut ausgegangen, aber zum Glück hat man es ja so dann doch noch festgestellt und ich bin einfach auf, auch so innerlich habe ich das irgendwie so gemerkt, so irgendwas stimmt nicht und ich muss jetzt da dem Ganzen auf den Grund gehen. Und mir ging es auch während der ganzen Therapiezeit gut soweit, also ich hatte immer Blöcke, wo ich dort war und dann Zeiten, wo ich zu Hause war und habe mich gar nicht, außer wie wir schon gesprochen haben, mit den Haaren gar nicht so krank gefühlt, ehrlich gesagt. Ja. War ich auch ganz froh drum. Ich konnte trotzdem ein paar so Social-Sachen machen, aber halt Schule komplett pausiert. Ich meine, das kennst du ja auch. Du warst ja sicherlich auch, hast vielleicht Abitur gemacht oder was auch in der Schule. Und das sind ja auch diese Connections mit den Personen und so. Das hat halt leider alles gefehlt. Das Leben ist komplett eingeschnitten. Genau. Und hast du ein Jahr wiederholt? Schule genau. Also dann? Ich habe dann tatsächlich ich habe noch Schule zu Hause gemacht. Mhm. 11. Klasse habe ich noch zu Hause gemacht und in der 12. habe ich dann pausiert, weil genau dann leider nach der Therapie ich einen Rückfall hatte und dort dann klar war, okay, jetzt müssen wir halt nochmal einen ganz anderen Weg einschlagen, was die Therapie angeht. Und genau, da ist dann recht schnell dann auch das Thema Knochenmarkstransplantation in den Raum geworfen worden, weil man sich das natürlich so vorstellen muss, wenn du sowieso schon wenig Erfahrung hast mit dieser Erkrankung und dann noch einen Rückfall hast, dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten war dann eben die Knochenmarkstransplantation. Und als dann feststand, okay, dass ich das brauche, dann brauchtest du ja einen Spender natürlich. Genau, ne? Da brauchte ich einen Spender, das ist richtig. Und dann ist die DKMS mit da ins Spiel gekommen. Also meine Ärzte haben dann natürlich diesen Antrag gestellt und dann wurde nach einem passenden Spender geschaut. Wer könnte denn da, sag ich jetzt mal... Wie funktioniert das denn mit dem Spenden? Also ab wie vielen Jahren kann man sowas denn machen? Und ja, vielleicht fragen wir da mal Ivy. Sie kann uns da bestimmt weiterhelfen. Ivy, erklär uns das doch mal mit der Spende. Wie läuft das ab? Also erstmal möchte ich noch sagen, dass ich es total schön finde, dass wir auch mal eine Mädelsrunde hier haben. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein.
Die Frage beantworte ich euch natürlich gerne. Registrieren können sich alle ab 17. Dann seid ihr schon mal für die Datei vorgemerkt. Mit eurem 18. Geburtstag werdet ihr dann freigeschaltet und dürft auch spenden. Und so hoffentlich jemandem die zweite Chance auf Leben schenken. Ja, das ist doch was Schönes. Also definitiv. Ja, finde ich auch. Genau. Und das, du musst dir das natürlich so vorstellen, das ist zwar ein großer Pool an schon registrierten Spendern, aber es ist natürlich auch immer wichtig, dass man auch noch neue Personen vielleicht dazu bringt, dass sie sich dafür interessieren, auch ein Teil davon sein wollen. Weil ich meine, es gibt sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt und Gott, leider Gottes auch sehr, sehr oft Erkrankungen, bei denen einfach eine Spende einfach gebraucht wird. Ja. Und ich glaube, du kannst dir das auch ganz gut vorstellen, dass man dann ja auch versucht, so ein bisschen das Thema auch, sag ich jetzt mal, publik zu machen, ein bisschen mit den Leuten darüber zu sprechen, weil bist du schon mal damit irgendwie so in Berührung gekommen? Also hat dich schon mal jemand aktiv zum Beispiel darauf angesprochen, hey, ich bin Spenderin, ich habe mich da registriert, kennst du das oder so? Also ich kenne jetzt keinen Spender, sag ich jetzt mal. Mhm. Eben, ich weiß nur, dass meine Eltern sich registriert haben, aber die kamen jetzt auch noch nie dazu, zu spenden, weil das muss ja genau passen. Ja. Ich habe ja gehört, du hast relativ schnell einen Spender gefunden. Genau. Also wie war das da bei dir? Genau, also der Antrag wurde tatsächlich dann gestellt und wir haben schon circa eine Woche später den Bescheid bekommen, dass es mehrere Personen tatsächlich gibt, die passen könnten. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch nochmal so gewisse Matchpunkte. Vielleicht mag uns Ivy nochmal kurz erklären, was da so wichtig ist, was da so passen muss zwischen dem Spender und dem Empfänger. Danke für die Frage. Es gibt insgesamt 24 Merkmale, die typisiert werden. Davon müssen so viele wie möglich miteinander matchen. Je mehr Übereinstimmung, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man als SpenderInnen passt. Super. Ja. Genau, also es gibt, wie du schon gehört hast, einfach verschiedene Punkte, die müssen da passen. Und dann wird natürlich, wenn du das Glück hast, wie bei mir, dass da verschiedene Personen einfach passen könnten, wird dann natürlich geschaut, wer von denen am optimalsten einfach auch passen könnte. Weil es gibt tatsächlich so, auch nach der Spende kann zum Beispiel Empfänger gegen Spenderreaktionen kommen. Das bedeutet, dass halt mein Körper das beispielsweise nicht annehmen würde richtig. Und das will man ja einfach vermeiden und deswegen guckt man, dass es in diesen Punkten eben so gut es geht matcht. Genau. Ja, wer und der beste Spender sozusagen genau, ist. Genau, wer da am besten passt, richtig. Du hast jetzt so ein bisschen gehört und ich habe dir ein bisschen was erzählt, wie das so war, auch mit dem Spender und wie das alles so abgelaufen ist. Könntest du dir denn prinzipiell vorstellen, auch in diese Rolle des Spenders zu schlüpfen, also zu sagen, hey, ich bin bereit, mich da auch zu registrieren und aktiv halt da ein Mitglied sozusagen zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man helfen kann, ich glaube, das ist immer was Schönes und deshalb wäre ich da auf jeden Fall bereit für. Also super. Klar. Ja, das klingt toll, weil wir haben tatsächlich ein Registrierungsset gerade hier. Ja. Und dann würde ich sagen, lass uns mal schauen, oder? Ja, super. Ja, Valerie, dann sind wir hier zusammengekommen und pass auf, so sieht ein Registrierungsset aus. Ganz unspektakulär. Fast wie ein Corona-Test. Fast wie ein Corona-Test, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Und zwar siehst du hier drei Stäbchen. Mhm. Jedes Stäbchen wird 60 Sekunden benutzt im Mund. Du musst es einmal an der rechten Wange, Innenseite, linke Wange. Dann machen wir das mal auf. Genau. Sehr gut. So. Genau, kannst einfach gern entweder rechte oder linke Wange, Innenseite, einfach... Einfach so. Kreisende Bewegung, genau. Super. So? Ja, perfekt. Sehr gut. Genau. Schon gesagt. Hast du das auch gemacht, beziehungsweise kannst du spenden? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist so, wenn du einmal beziehungsweise Chemotherapie bekommen hast, das läuft ja durch den ganzen Körper, dann darf man sogar nicht mal mehr Blut spenden. Also es ist nicht nur, dass man gar kein Knochenmark spenden darf oder Spender sein kann. Man darf zum Beispiel kein Blut spenden mehr, man darf aber auch kein Organspender mehr sein. Weil das also einfach gar nichts mehr tatsächlich. Also einfach, weil der Körper ja so viel mitgemacht hat, ist ja so viel durchgelaufen und das würde einfach jemandem nichts Gutes tun, ne? Also muss man halt einfach so sagen. Deswegen, genau, die müssen jetzt noch antrocknen um die 3 Minuten und dann werden sie einfach hier in diesen Umschlag gepackt, ganz einfach. Und dann kannst du es direkt losschicken. Direkt losschicken. Das losschicken, also ich glaube. War ja kein Aufwand. Keine Briefmarke, kein gar nichts, also super einfach. Ja, und das kann man dann direkt einfach im Internet nach Hause bestellen und dann. Ja, genau, auf jeden Fall. Also du kannst dir das im Internet anfordern und dann kommt das auch einfach zu dir. Und du kannst es machen und wieder losschicken.
und hörst dann von DKMS, wenn die Registrierung erfolgt ist. Genau, super. Das ist wirklich easy, ja. Ja, definitiv. Also. Ich finde es echt toll, dass du dich dafür interessierst und das einfach machen wolltest jetzt auch so, dass du die Chance genutzt hast. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Also, super. Das ist cool. Ja, ich denke auch, das ist einfach, wie gesagt, ein Thema, worüber man sprechen sollte. Und wenn man nur ein bisschen dazu beitragen kann, finde ich, denke ich, du auch. Ist eine schöne Sache. Ist es einfach eine gute Sache und dann kann man das auch nicht anders. Genau, und ja, ich würde sagen. Jetzt packen wir das da rein. Genau. Genau, nach unten am besten. So? Ja, genau, seitlich. Ja. Und dann darfst du das einmal zuklappen. Aber muss man das hier noch so, genau, oder? Genau, und dann würde ich sagen, geht das direkt zur DKMS? Genau, und dann bist du auch dann bald schon registriert und ein Teil davon. Sehr schön, das freut mich. Super. Also ihr habt gesehen, es geht wirklich super schnell und ich finde, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch aber überlegen, euch registrieren zu lassen und finde ich toll. Ja, super. Klasse, dann ab zum Briefkasten, oder? ab zum Briefkasten, das nicht vergessen. Genau, super. Das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, es freut uns auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Und hier kommt ihr auf jeden Fall zum letzten Video, zur Registrierung und auch nochmal auf den YouTube-Kanal. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein Abo. Und wenn ihr unser Gespräch in voller Länge hören möchtet, könnt ihr das natürlich gerne auch über einen Podcast anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Genau, und alle anderen Informationen gibt es auch nochmal in der Infobox.